Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Hollow Knight. Wir sind hier... Ne, eigentlich sind wir mittlerweile schon unter der Stadt der Tränen, würde ich fast vermuten. Wir sind doch mal wieder irgendwie abgebogen, obwohl ich mir eigentlich vorgenommen hatte, irgendwie die Stadt der Tränen zuerst zu erkunden. Und sind hier in einem Raum, wo wir wieder diesen Traumfänger freigeschaltet haben. Und ich glaube, mit ein bisschen Fingerakrobatik würde ich auch wieder hochkommen und die restlichen Traumdinger einsammeln können. Da ich jetzt aber schon wieder kurz vor Tod bin, muss ich erstmal gucken, dass ich entweder mehr Leben gewinne, ja, oder jetzt draufgehe. Und mir irgendwann mehr Seele besorgen kann. Und mir meinen Schatten dann wieder besorge, quasi. Naja, da ist schon mal wieder ein Gegner. Der jetzt nicht so schwer ist. Aber klar, wenn ich hier mitten in die Dornen springe, dann sterbe ich halt. Vielleicht hätte ich mich vorher mal erkunden sollen, was da unten ist. Indem ich einfach mal runter gucke. Es scheint sogar doch tatsächlich noch mit zu der Stadt der Tränen zu gehören, sonst würde sich die Karte da nicht aufdecken. Und es scheint auch hier irgendwie mit dem Tiefennest letztendlich verbunden zu sein. Ja. Jetzt bin ich auch mal gespannt, ob die ganzen Gegner wieder auftauchen, die ganzen Dicken. Oder ob ich jetzt wenigstens einigermaßen durchlaufen kann. Nein, er ist wieder da. Aber ich werde ihn einfach überspringen. Weil ich gar nicht mal so viel Lust auf diese Gegner gerade habe. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich meine Seele wieder bekomme. Und dann könnte ich vielleicht sogar noch ein paar Versuche... Rubber. Och Leute, wenn ihr mich jetzt umbringt, dann raste ich aus. So. Da sind wir eigentlich auch schon wieder. Soll ich nur mal gucken, dass ich meine Seele hier wieder kriege. Das scheint Gott sei Dank nicht so schwierig zu sein. Dankeschön. Jetzt würde ich nochmal probieren, etwas in diesem Raum nach oben zu kommen. Naja, vielleicht sollte ich mir mal so 3, 4 Versuche gönnen. Ja. Wenn man will, geht's. Oh shit. Auch da hätte ich mal nach unten gucken sollen. So. Aber jetzt habe ich 213 von den Dingern. Das heißt, die Tussi müsste mir jetzt schon mal wieder was geben. Naja. Weil ich glaube, der letzte Schwellwert war dann bei 200 gewesen. So. Das sieht doch ganz ordentlich bis jetzt aus. Ich habe mich auch schon gewundert, warum dieser Raum so ewig lang ist. Mit so Hindernissen, die von oben jetzt gar nicht so schwer zum Schiffen waren. Aber klar, wenn man ihn von unten nach oben wieder ganz rauf gehen muss, dann ist es natürlich doch ein bisschen komplizierter. So, eigentlich müsste ich doch jetzt fast da sein. Ja. Und das war auch alles. Dankeschön. Hm, Gott sei Dank hat das geklappt. Gut, dann hätten wir dieses Rätsel schon mal gelöst. Das heißt, genau, der Baum hier ist wieder vollständig. Dann gehen wir mal weiter gucken. Also, wenn man sich anstrengt, kommt man auch zurück. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich ein bisschen neugierig, was uns hier noch so erwartet.
Ach, komm schon. Ja, also irgendwas am Move fehlt mir, aber sowas von definitiv noch. Ach, so einer bist du. Ach, komm doch mal hier hin. Oh, no, 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 no. So sollte ich es nicht angehen. Oh Gott, ey. Ah, nein, nicht schon wieder. Oh. Boah, gehst du mir auf den Sack. Naja, wenn ich nächstes Mal wieder hier ankomme, werde ich mehr Leben haben. Aber ein bisschen auf den Zeiger geht die mir schon. Bin auch nicht so sicher, wie ich die nachher aus dem Weg räumen soll. Ich konnte sie auch einfach stehen lassen, aber ich fürchte, die wird mich weiter die ganze Zeit belästigen. Gott sei Dank haben sie die so designt, dass man noch mit einer normalen Sprunghöhe so gerade eben drüber kommt. Ansonsten wäre das ja ein absoluter Albtraum, wenn ich die jedes Mal kaputt machen müsste. Rubber! Rubber! Okay, da sind wir wieder unten. Hier ist unsere Seele. Sehr schön, hätten wir die schon mal wieder. So, den hätten wir auch erledigt. So. Unangenehm. So. Ach Mann, warum schaffe ich es nicht, den aus dem Weg zu springen? So, den muss man auch nur dreimal treffen. Aber ich habe es natürlich vorhin im ersten Anlauf nicht geschafft. Dem muss man eigentlich immer nur entgegenspringen. Dann ist der ist eigentlich dann relativ einfach zu bekommen. Okay. Naja, man sieht da links was, aber ich glaube, es ist erstmal nichts, wo ich von hier rechts durchkomme. Oi! Ach, du bist so ein Speerwerfer, Männchen. Jede Menge Geo. Ich bin mir echt noch nicht so sicher, wo das hier irgendwie hinführt. Es ist, glaube ich, immer noch die Stadt. Aber es ist ja vom Grafik-Setting irgendwie doch ein bisschen anders. Oi. So, einmal wieder voll machen hier, komplett. Die Geos mitnehmen. Sind mittlerweile auch schon wieder 769. Oh Gott, ich fall direkt runter. Ich dachte, ich müsste hier meinen... Ich hau mich auf den Bodenjump machen, um noch eine Scheibe zu zertrümmern oder so. Aber nein, es ist einfach direkt offen. So, jetzt bin ich in einem neuen Gebiet.
Ein Mechanismus mit einem Spalt für eine Art Karte. Bahnkarte einstecken. Ja, dann machen wir es doch mal. Auch hier kommt wieder irgendeine Bahn angefahren. Und ich weiß noch nicht mal, wo ich bin oder wo sie hinführt. Auf jeden Fall hier rechts raus anscheinend. Obwohl, sie ist von links gekommen, ne? Hier fällt man auch wieder runter. Na, herrlich, wenn man so keine Ahnung und keine Orientierung hat und sich einfach tausend Wege auftun. Das ist ja immer herrlich. Ist auch nochmal ein Loch, ne? Und ich warte auch noch auf das Loch, in das ich falle, wo ich nicht wieder hochkomme. Dann bin ich wieder am Brechen auf jeden Fall. Naja, gut. Ah nein, hier wollte ich nicht rein. Ich wollte mal in die Bahn steigen. Wie viele Bahnen es überhaupt hier gibt, ne? Also ohne die Bahncard ist man ja schon auch ein bisschen aufgeschmissen. So, ich kann sowohl nach links als auch nach rechts fahren. Kann das sein? Weil gekommen ist sie gerade von links. Achso, Ne, ich bin irgendwie hier rechts unten. Oh Gott. Hallo. Oh. Wollte gerade sagen, kenne ich euch schon? Offensichtlich nicht. Gefräßige Hülle. Wo ist sie denn jetzt? Ach, was weiß ich. Ah, da ist er, gefräßige Hülle. Hülle, ehemaliges Mitglied von Heilands Nest Oberschicht, benutzt ihren völligen Körper als Waffe. Es macht hier viel zu viele Krabbel- und Summgeräusche. Ja, der ist ja nicht so wehrhaft bis jetzt. Ich hoffe mal, das bleibt auch so. Wufliege, große, ruhige Geschöpfe, die friedlich in den Höhlen an der Grenze des Königreichs umherschwimmen. Oha. An der Grenze des Königreichs. Sie kommen zwar irgendwie auf mich zugeflogen, aber so einen richtig gefährlichen Eindruck machen sie nicht. Okay, oh. Ich hätte vorher mal mein Leben auffüllen können. Hier wird man so ein bisschen vollgepumpt, warum auch immer, keine Ahnung. Naja, die sind jetzt bis jetzt alle nicht so gefährlich hier, muss ich sagen. So, da war das gewesen, was ich gesucht habe. Oh, und einmal direkt runtergecrashed. Also ist nicht die richtige Herangehensweise. So. Merci. Also hier rechts am Rand summt es besonders. Ach komm. Oh. Junge. Was stimmt denn mit dir nicht? Jetzt sind die wieder da. Die Dicken auch? Ne, die Dicken scheinen nicht wieder da zu sein. Die geben noch nicht mal Kohle. Das fällt mir ja jetzt erst auf.
Die dicken schon, wenn auch nicht nennenswert viel. Wow, 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 wow. So, danke für nichts, außer ein bisschen Leben zu verlieren. Es summt und brummt hier. Ah doch, hier oben geht's noch raus. Ich wollte gerade sagen, aber bisher sieht's nicht so aus, als wenn es hier großartig weitergehen würde. Hier geht's noch höher. Die Quelle zu heiß für mich? Die dampft so. Ja, die ist zu heiß für mich. Tschüss. Och, der hält einen ganzen Schuss aus. Ist ja unglaublich. Naja. Ich glaube, das ist der einzige Vorteil. Sie füllen den Seelevorrat wieder auf. So, hier liegt schon mal ein Blatt Papier rum. Das ist gut. Grenze des Königreichs. Oh, falscher Knopf. Warum schieße ich denn auch mit R? Ich dachte, ich schieße mit A. Aber wenn hier schon so ein Papierchen rumliegt, dann kann doch auch Narren. Narren, dann kann doch auch unser Kartograf nicht so weit sein, oder? Will ich vielleicht erstmal rauf? Aber ist auf jeden Fall schon wieder cool gemacht hier mit diesen, ich weiß gar nicht, was es ist, Federn, Schnee, was auch immer hier so im Hintergrund passiert. Sieht auf jeden Fall wieder schick aus, erzeugt irgendwie eine coole, wieder mal melancholische Atmosphäre. Also das haben sie schon irgendwie gut drauf in dem Spiel, muss ich sagen. So, und ich höre ihn summen. Da oben. Narren kann nicht verlieren. Es wird immer lauter. Wo bist du? Jetzt wird es eher wieder leiser. Habe ich ihn jetzt irgendwo übersehen? Geht hier noch höher. Ich will eigentlich erstmal den Kartografen finden, ehrlich gesagt. Hier ist es voll laut. Ach, da geht's rein. Oh Mann. Ist das nicht ein gemütliches Loch? Ich habe mich in die Wildnis dort draußen vorgewagt und dachte mir, eine Pause wäre jetzt ganz angebracht. Die Landschaft ist recht friedvoll auf dieser Seite der Stadt, aber die Bewohner sind genauso wild wie überall. Ja, bitte. Dieser Wand nach zu urteilen, haben die Bewohner wohl nicht weiter in diese Höhlen hineinbauen wollen. Ich frage mich, was sie wohl zurückgehalten hat.
Okay, da rechts ist eine Bank. Die werde ich mir auf jeden Fall erstmal holen. Also ich schätze mal, hier unten drunter ist auch noch ein Gebiet gewesen, wo ich von der Station der Könige... Ach, da komme ich auch wieder in die Station der des Königs zurück oder so wahrscheinlich. Hier muss es auch noch nach unten gehen irgendwie. Aber egal, jetzt werde ich mir erstmal die Bank da ganz rechts holen, wenn es irgendwie geht. Okay. Ach nee, so weit unten bin ich schon. Fuck. Narren, ja, den kannte ich schon. Obwohl hier auch dieser weiße Belag auf dem Boden ist. So richtig vertrauenswürdig ist es ehrlich gesagt auch nicht, aber... Uiuiui, uiuiui, wie viel Leben habt ihr so? Naja, ich habe noch ein bisschen was. Ihr habt auf jeden Fall einiges an Leben. Was auch immer ihr gewesen seid. Hopsa springt auf seine Beute und nutzt seinen Stechrüssel, um lebenswichtige Körperflüssigkeiten zu trinken. Ja, gut. Kann man machen. Oh! Aber sag mal, wie viel Leben haben die denn hier alle? Boah, die kommen auch noch hier raufgejumpt. Jetzt haben wir sie wieder in einem O-Rhythmus. Wo kommt er noch her? Okay, aber abgesehen davon, dass sie sich durchgehend bewegen, sind die auch einigermaßen in den Griff zu kriegen. Da oben gab es noch eine Runde rum. Ist aber noch ganz schön weit der Weg hier bis zur Bank. Und auch noch ein paar Geos. Eigentlich sind die gar nicht so schwierig. Man muss nur auf einer Stelle stehen bleiben, wo sie gegen einen rennen wollen, die ganze Zeit schlagen. Da kommt man eigentlich ganz gut durch. War da jetzt noch ein Ausgang nach oben? Ne, der kommt wahrscheinlich erst hier hinten. Die sind schon eher ein bisschen tricky, wenn man ihren Schüssen ausweichen will. Die dagegen eher nicht. Ich glaube, ich müsste bald mal wieder Kohle ausgeben. Aber dafür bräuchte ich meine Hirschkäferstation. Wow, wer oder was bist du denn? Ja, so ist natürlich auch bequem. Dann machen wir erstmal so weiter. Ach Mann. Uraspid. Ah ne, das ist wilde Form der Aspiden. Man hielt sie für ausgestorben, doch sie sind an den Rändern der Welt wieder aufgetaucht. Hopsa und großer Hopsa springt am Rande der Welt herum und versucht seine Beute zu zerquetschen. Ja, auch das habe ich schon festgestellt. Okay, er kann auch nach unten spucken. Thank you.
er braucht so ein bisschen, um Halt zu finden an der Wand. Und das klappt einfach nicht an jeder Wand. Ah, doch. Na. Aber hier oben ist nichts. Oh Gott. Einmal zur Bank, bitte. Puh. Und hier rechts geht's noch weiter. Oder gehen wir erstmal da rein? Nagelmeister Oro. Wie hast du mich hier unten gefunden am Ende der Welt? Ja, das frage ich mich auch ehrlich gesagt. Ja, ich weiß, warum du hier bist. Du bist gekommen, um vom legendären Nagelmeister Oro eine Nagelkunst zu erlernen. Es ist das Gesetz des Großmeisters, dass ich meine Lehren an diejenigen weitergeben muss, die würdig sind. Aber kein Gesetz verbietet es mir, eine Bezahlung für meine Zeit zu verlangen. Wenn du wirklich von mir lernen willst, beweise es mit Geo. Damit muss ich auch keine Sorge mehr haben, meine ganzen Geos zu verlieren, weil ich musste sie jetzt gerade eh bezahlen. Gemeistert, Sprinthieb. Halte Y, um Energie in den Nagel zu konzentrieren. Lasse los, während du sprintest, um den Sprinthieb auszuführen. Helle Summe. Humpf. Ich muss sagen, du bist ein ausgezeichneter Schüler. Dein Geschick mit dem Nagel und deine Begierde, stärker zu werden, du erinnerst mich an meine Brüder. Ich habe dir alles beigebracht, was ich kann. Gehe zurück in die Welt, Reisender, und belasse mich mit meiner Einsamkeit. Finden. Bam. Ich habe dir alles beigebracht, was ich kann. Bruder Manto, in deinem einsamen Heim auf dem Dach der Welt betrachtest du mich immer noch als einen Feind? In der Zukunft, wenn du mir zuhörst, werde ich dir sagen, warum ich diesen Weg gewählt habe. Also, aufladen. Okay, es hat auf jeden Fall... Macht es irgendeinen Effekt? Womit es mir jetzt genau weiterhilft? Kann ich mir noch nicht so recht vorstellen, weil damit rennt man doch ziemlich unkontrolliert in irgendwelche Gegner rein, würde ich sagen. Stärker Brüder. Nicht, dass mir wieder sowas passiert wie an diesem einen komischen Hauptquest-Teil da, wo ich einfach nicht lang genug drauf geprügelt habe oder sowas. Das wäre irgendwie dämlich. Stärker Brüder. Ja, gut. Ja, was mir dieser Skill auch immer sagen soll, ich habe keine Ahnung. Aber wisst ihr was, Leute? Ich glaube, hier ist mal ein guter Punkt für eine Pause. Da ist die Folge halt mal 2 Minuten kürzer als sonst. Hier machen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter. Ja, da oben geht's ja auch noch her. Stadt der Tränen. Königliche Wasserwege. Okay, das ist irgendwie alles ein bisschen verbunden hier. Das ist schon mal gut. Und mal gucken, was da oben noch ist. Mal gucken, was der Move mir so bringt. Und das werden wir alles beim nächsten Mal ein bisschen ausprobieren. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis denne.